Passiert dir das auch manchmal, dass du Entscheidungen triffst, die irgendwie gar keinen Sinn machen und trotzdem hast du das Gefühl, dass es total mit dir im Einklang ist? Ein Beispiel ist, im letzten Jahr haben wir eigentlich unseren größten Kunden gekündigt und das hat für mich persönlich schon einen deutlichen Einschnitt in meinem persönlichen Einkommen bedeutet. Trotzdem war ich mir total sicher, dass diese Entscheidung richtig ist, weil die Kommunikation und Zusammenarbeit mit diesem Kunden für mein Team einfach nicht mehr richtig war. Und vor kurzem bin ich über ein Video auf YouTube gestoßen, in dem jemand darüber gesprochen hat, dass er durch drei einfache Fragen herausgefunden hat, was für Typ von Mensch er ist und dass ihm das wirklich geholfen hat, um seine eigenen Entscheidungen besser zu verstehen. Und ich würde diese drei Fragen jetzt kurz näher bringen, weil mir hat das wirklich geholfen zu verstehen, wie kann das sein, dass ich diesen Kunden einfach kündige, ohne darüber nachzudenken und mir total sicher bin, dass es richtig ist. Und ich werde dir jetzt immer zwei Optionen geben, links oder rechts, A oder B. Und wichtig ist, dass wenn du das im Kopf durchspielst, dass du einfach ganz schnell entscheidest, ich bin A oder ich habe lieber B. Und die erste Frage ist ganz einfach, hast du lieber Macht oder Geld? Also Macht bedeutet, du bist zum Beispiel Politiker oder CEO, du kannst etwas entscheiden, du kannst etwas bewirken, etwas umsetzen. Auf der anderen Seite Geld bedeutet, du bist finanziell abgesichert, dir geht es gut, du weißt, du hast die Sicherheit, dass du immer genug Geld hast. Was davon bist du? Macht oder Geld? Und wenn du diese Frage für dich beantwortet hast, dann kommt die zweite Frage. Nämlich die Antwort von der ersten Frage oder Freiheit. Hast du lieber Macht, Geld, je nachdem, wofür du dich entschieden hast, oder ist dir lieber, du bist selbstständig, möglicherweise hast du kein großes Einkommen, möglicherweise hast du kaum ein Einkommen, aber du bist frei, du kannst selbst entscheiden, du kannst tun, was du willst und du hast auch viel mehr Freizeit. Und die dritte Frage, das Ergebnis von der zweiten Frage gegenüber, was ist dir wichtiger, das Ergebnis von der zweiten Frage oder eine Beziehung? Also Beziehung zu anderen Menschen, zu deiner Familie, zu deinem Partner, was ist dir wichtiger zwischen den zwei? Und wenn du diesen Fragenprozess durchgemacht hast, die Antwort, die da rauskommt, ist vielleicht ethisch nicht optimal, aber für dich richtig. Und das ist das Wichtige daran zu verstehen. Ganz viele Entscheidungen wirst du in deinem Leben treffen und die werden immer beruhen auf die Antwort von diesen drei Fragen. Und bei mir ist rausgekommen, dass Freiheit für mich viel wichtiger ist als alles andere. Und deswegen entscheide ich, wenn ich unter Druck bin, wenn ich sehe, ich habe zu viel Stress, entscheide ich mich immer für die Freiheit, weil die mir hilft, mich weiterzuentwickeln und weil ich mich da wohlfühle. Was auch immer deine Antwort ist, wichtig ist für dich zu verstehen, das ist die richtige für dich und sie wird dir helfen, dein Leben angenehmer und sinnvoller zu gestalten. Ich wünsche dir viel Erfolg.